Dünndorf Tabak ist ja die Plattform der Tabakwarenfachhändler. Ein Gesprächspartner, den ich jetzt mehr oder weniger zufälligerweise auf dieser Messe getroffen habe, aber den trifft man seit Jahren immer auf dieser Messe, ist der Peter Darsche. Peter Darsche, hallo. Peter, grüß dich. Du hast mich gestern Abend angesprochen, hast gesagt, ich habe eine Idee. Das heißt, wir haben etwas, was wir neu auf den Markt bringen. John Aylesbury, über 50 Jahre am Markt. Und jetzt sagt er, wir wollen auch was Neues tun. Wir wollen auch anderen Partnern Möglichkeit geben. Aber das schmückst du uns jetzt ein bisschen aus. Ja, also es, jetzt seit gestern ist das spruchreif und auch für die Öffentlichkeit. Wir bieten jetzt die Möglichkeit, als John Aylesbury Point in der Zigarre oder im Pfeifentabak oder auch in der Spirituose davon zu partizipieren, dass wir über 50 Jahre Erfahrung haben und ein kleines, schlagfertiges Sortiment in überschaubarer Zahl auch kleineren Einzelhandels-Tabakwaren-Fachgeschäften, inhabergeführten Fachgeschäften anbieten können. Wer daran Interesse hat, muss einfach nur mal kurz ein Mail an info@john-aylesbury.de schreiben und dann können wir uns mal treffen und darüber unterhalten, welche Möglichkeiten am Standort gegeben ist. Wichtig ist natürlich immer die Standortfrage. Dort, wo wir bisher Gesellschafter haben, diese Städte haben, diese Gesellschafter haben einen Gebietsschutz, einen wahrhaftigen Gebietsschutz. Aber es gibt noch genug Möglichkeiten an Städten und Regionen in Deutschland, wo John Aylesbury nicht vertreten ist. Und dort bietet sich natürlich die Möglichkeit für einen engagierten Tabakwaren-Facheinzelhändler. Das heißt, ihr schnürt ein Paket für den kleineren, inhabergeführten Tabakwaren-Fachhandel. Und dieses Paket wird dann aber erst einmal ausgearbeitet, wird besprochen, was dann dieser Händler wirklich in welchem Portfolio auch anbieten kann. Also die John Aylesbury Gruppe wird ja vom Geschäftsführer, also von mir und von dem Beirat geführt. Und dieses Paket steht schon, das ist schon fixiert. Das sind natürlich unsere Bestseller, die wir dort anbieten, nicht das gesamte Sortiment, denn das ist mit seiner Artikelanzahl natürlich auch sehr groß. Deswegen haben wir daraus die Essenz und ein schlagfertiges Sortiment, damit ein kleiner Einzelhändler jetzt auch sagen kann, ja, damit kann ich den Einstieg versuchen und vielleicht bieten sich natürlich auch Möglichkeiten, später dann als Gesellschafter umzusteigen. Eine schöne Aussicht eigentlich für ein kleineres Fachgeschäft, sich in der John Aylesbury Gruppe einmal anzudocken und dort wohlzufühlen und all die Vorteile im kleineren Paket dann für sich in Anspruch zu nehmen. Kann man nur sagen, Jungs und Mädels, meldet euch. Guckt euch das an und besprecht das mit dem Peter Darsche, in welchen Regionen es noch machbar ist. Das ist halt, glaube ich, entscheidend. Kann ich in welcher Stadt, in welcher kleineren Gemeinde noch in dieses Boot reinspringen? Ja, ich finde, das ist auch in dieser Zeit ganz besonders wichtig. Wir machen das jetzt als John Aylesbury Gruppe. Seit 50 Jahren ist die Gruppe gewachsen. Wir haben auch Stabilität dadurch ausgestrahlt, auch mit unseren Artikeln, die beständig und lieferfähig sind. Wir müssen nicht alle zwei Monate eine Zigarre limitiert bringen, die dann gleich wieder weg ist, immer wieder neu und dann nicht verfügbar ist und all diese ganzen Probleme, wenn man dann eine Sorte hat, wo man bewährt und verlässlich immer wieder diese Produkte nachziehen kann, wenn man einen Konsumenten dafür hat, begeistert hat und der das immer wieder nachkaufen möchte, ja, dafür ist einfach John Aylesbury als Garant da. Jetzt haben wir brandaktuelle Informationen von Peter Darsche in Sachen John Aylesbury. Wie gesagt, was Peter eben angesprochen hat, meldet euch. E-Mail-Adresse hat er auch angegeben, gibt es bei uns aber auch nochmal zum Lesen. Insofern kann ich nur sagen, Peter, vielen Dank für diese brandheiße Information. Und du weißt, ich bin immer auf brandheiß aus. Ja, selbstverständlich. Ich bedanke mich für das Gespräch und auch die Möglichkeit hier. Vielen Dank. Noch eine schöne Messe, ja.